Hallo und herzlich willkommen, liebe Lumion-Freunde, Interessenten und Anwender. Mein Name ist Frank Schröer mit einem weiteren Tutorial zu Lumion 4. Ja, richtig. Das Thema heute ist Chrom, das Material Chrom. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man dieses metallische Material im Lumion richtig und auch richtig realistisch darstellt. Es gibt einige Symbole im Lumion-Katalog, die haben bereits das Material Chrom. Jetzt kann man aber leider nicht hingehen mit irgendeinem Picker und sagen, ich übernehme jetzt dieses Chrommaterial aus anderen Symbolen, sondern man muss es sich selber herstellen. Und wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt kurz in diesem kleinen Tutorial. Dazu gehe ich jetzt zu einem Symbol, zu einem 3D-Objekt, was Chrom bekommen soll. Ich habe mich mal hier für diesen Wasserkran entschieden oder hier das gesamte Spülbecken ist eigentlich aus dem Material Chrom. Und jetzt stelle ich mal eben die Kamera einigermaßen nett hin, dass wir uns das gleich so ein bisschen anschauen können. So in diesem Bereich stellen wir uns jetzt hin. Okay. Material Chrom ist natürlich spiegelnd, reflektierend. Wir benötigen dazu auf jeden Fall in unserer Szene. Und zwar, hoppsala, das wollte ich jetzt nicht. Ich zeige es Ihnen kurz. Nämlich im Bereich Lichter und Spezialobjekte benötigen wir in unserer Szene das Objekt Reflection Control, also diese Reflexionskontrolle, diese Reflexionssteuerung. Und zwar macht dieses Reflection Control um sich herum ein 360-Grad-Foto. Und das wird dann auf die spiegelnden Objekte gelegt. Ich habe das schon in meiner Szene drin und das liegt bei mir. Ich schaue mal eben, wo es liegt. Hier, da sehen wir es direkt. Da liegt es. Es sollte eigentlich immer möglichst in dem Raum liegen, in dem auch diese Reflexion auftreten. So, jetzt kümmern wir uns mal um diesen Wasserkran. Und zwar wechsle ich jetzt in das Importieren-Menü auf Material ändern und markiere mir jetzt direkt mal hier diesen Wasserkran und sehe, hier liegt direkt das Material Standard. Jetzt könnte man ja annehmen, ja, wenn ich jetzt Chrom machen möchte, dann müsste ich jetzt hier in die Kategorie Metalle wechseln. Aber nein, wir werden das Chrom mit dem Material Standard herstellen. Wir haben hier alle Schieberegler und Parameter dafür, dass das richtig dargestellt werden kann. Und zwar fangen wir einfach an mit dem Schieberegler Spiegelung. Der ist hier schon eigentlich bei mir zu 100% aktiv und Chrom spiegelt zu 100%. Deswegen immer diesen Schieberegler ganz nach oben ziehen. Dann gucken wir mal auf die linke Seite, was wir da jetzt noch einstellen können. Und zwar ist das immer so ein bisschen Trial and Error. Das liegt auch immer ein bisschen daran, wie Sie das Chrom denn darstellen möchten, einfärben möchten und so weiter. Und zwar Reflexion einfärben ziehe ich jetzt mal einfach erstmal ganz zurück. Und die Reflexionsabnahme, die ziehe ich jetzt auch mal ganz zurück. Und jetzt sehen Sie eigentlich schon, was passiert. Das wird alles ein ganz klein bisschen heller. Ich sehe gerade, dass hier hinten im Kamin auch dieses gleiche Material liegt. Das ist erstmal nicht schlimm. Die Helligkeit, na, die Helligkeit, die berücksichtigen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich lasse die Helligkeit einfach mal ganz unten. Das Glanzlicht steuert eigentlich, wie genau ist die Spiegelung denn sichtbar in dem Material. Ich ziehe das Glanzlicht mal wieder ein bisschen hoch und jetzt sehen Sie schon, was jetzt eigentlich passiert. Jetzt bekomme ich eigentlich eine
hundertprozentige Spiegelung hier auf mein Material. Wenn ich die Spiegelung hier, den Kanal Spiegelung wieder wegnehme, Sie sehen es, dann wird das wieder weggenommen. Dadurch wird aber auch ein bisschen mehr die Eigenfarbe des Objekts hervorgeholt. Und die Eigenfarbe des Objekts, das sehen wir hier über diesen RGB-Farbekanal. Und hier können wir genau einstellen, welche Farbe hat denn dieses Chrom? Und meist ist das Chrom halt immer auf so einem gräulichen Farbton hinterlegt. Das heißt, es gibt natürlich auch roten, gelben, grünen Chrom und so weiter, aber wir möchten uns jetzt mit diesem weiß-grauen Chrom beschäftigen. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal, ob das eigentlich schon ausreicht oder ob wir noch ein bisschen mehr einstellen können. Ich nehme mal hier die Reflexion Abnahme vielleicht noch ein ganz klein bisschen herein, dass das nicht zu hell ist. Reflexion einfärben könnte ich auch noch mal eine ganz kleine Idee reinnehmen. So, und jetzt möchten wir mal einen ersten Test rechnen, ob das uns denn alles so gefällt. Weil eigentlich kann man das bewerten nur, wenn das Bild real berechnet ist. Das heißt, ich gehe mal eben auf OK, gehe auf die Fotodarstellung, stelle mal die Kamera nochmal, upsala, nochmal ein bisschen genauer ein, so vielleicht. Und dann mache ich hier mal ein Bild. Und damit wir das ein bisschen mehr fokussieren, habe ich mir gedacht, machen wir mal eine Tiefenschärfe da rein und isolieren mal den Vordergrund. Ich drücke mal die Shift-Taste dazu, dass ich diese Vordergrundisolierung ein bisschen feiner darstellen kann. Das hat sich wieder zurückgedreht. So, Vordergrund isolieren. Ja, jetzt sieht man es eigentlich ganz gut, wie diese Isolierebene durch die Szene fährt. So, und das Ganze möchte ich jetzt hier da stehen lassen. Der F-Stop ist auch noch ein bisschen viel. Das heißt, das wird noch ein bisschen so eingedreht. Die Distanz hinten ist natürlich scharf. Das sollte natürlich auch unscharf werden. Das heißt, wir stellen die Fokusdistanz auch noch ein bisschen auf unscharf. So, jetzt haben wir eigentlich den ganzen Hintergrund relativ unscharf und unseren Wasserkran schön im Vordergrund. Und jetzt machen wir einfach mal ein erstes Bild. Das heißt, ich schläge das auf dem Desktop ab, nehme das Chrom und jetzt wird das Bild berechnet. Und das gucken wir uns gleich mal eben an. Und zwar liegt das jetzt hier. Okay, so liegt jetzt im Moment das Material Chrom. Das heißt, die Spüle ist jetzt in Chrom und hier der Wasserkran ist in Chrom. Man könnte jetzt sagen, okay, ich stelle das mal jetzt vielleicht noch ein ganz klein bisschen schärfer ein, die Spiegelung, dass das ganz klar zum Vorschein kommt. Das Spiegelbild, das können wir auch noch mal eben machen. Und zwar gehe ich noch mal zurück in das Material, einmal den Wasserkran anklicken, dann springt er ja direkt in das Material. Und dann stellen wir das Glanzlicht noch mal ein bisschen genauer ein, vielleicht so auf 0,5, 0,6, so um diesen Wert. Und jetzt rechnen wir das noch mal. So, das war unser Bild und das Material Chrom einfach überschreiben. Jetzt ist das Spiegelbild hier, Sie sehen es eigentlich ein bisschen deutlicher. Und wir gucken uns das noch mal an. Ja, so könnte man es eigentlich lassen. Jetzt gibt es aber in den Lumion-Symbolen auch schon Material, beziehungsweise auch schon 3D-Objekte, die ein Chrommaterial haben. Und jetzt vergleichen wir doch mal unser Material, was wir jetzt erstellt haben aus Chrom und das Material, was aus Lumion kommt. Dazu benötigen wir jetzt in unserer Szene einmal hier Objekte, dann sind wir in den Innenobjekten, glaube ich, war es. Und hier liegen die Armaturen. Und wir stellen jetzt mal, ja, für unsere Spüle diese, kommt dem ungefähr recht nah. Stellen wir dieses
diese Armatur einfach mal hier neben. Und die ist auch aus einem Chrommaterial. Und jetzt rechnen wir mal wieder das Bild und vergleichen mal beide Materialien. Einmal wieder überschreiben. Okay. Und jetzt gucken wir uns das Bild mal an. Unser Chrom und das Standard Lumion Chrom. So sieht das Lumion Chrom aus. Vielleicht ein ganz klein bisschen gräulicher, aber auf jeden Fall ist die Reflexion matter, so wie wir es ja auch vorher hatten. Und unser Material, das strahlt ein ganz klein bisschen mehr, ist ein bisschen heller in seinem Grauton und es spiegelt mehr. Ja, aber ansonsten ist das eigentlich so, wie jeder sagen würde, wenn er das Material sieht. Ja, das ist Chrom und das ist eigentlich in Ordnung. Gut. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel gebürstetes Material, Metall haben, wie man das ja häufig an Balkongeländern zum Beispiel sieht, es reflektiert, es glänzt, aber man sieht nicht zu 100% die Spiegelung, dann haben wir das ja auch gerade schon gesehen, mit welchen einfachen Mitteln man das wieder ändern kann. Ich gehe nochmal hier letztes Mal zurück und sag, komm, wir ziehen das Glanzlicht nochmal so weit zurück, dass man jetzt quasi so ein gebürstetes Metall bekommt. Das heißt, die Spiegelung ist nicht mehr zu 100% sichtbar, sondern die wird immer verschwommener. Und damit kann man solche Effekte eigentlich ganz gut erzielen. Letztes Mal ein Bild gemacht von unserem neuen Chrommaterial. Okay, und das einmal angeschaut. So sieht es aus. Und jetzt sieht man eigentlich, dass Lumion Chrom und unser jetzt eingestelltes Chrom, die beiden kommen sich doch recht nah. Gut, damit soll es das eigentlich schon wieder gewesen sein für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie mir doch einfach einen Daumen nach oben da oder klicken auf den Abonnieren-Button und ich sage bis zum nächsten Mal.